Hasswort gewünscht und Satire natürlich auch. Ist eine 24-7 Dauer-Satire-Sendung hier, ne? Ist natürlich. Ganz klar. Lieber Herr Söder, das wissen Sie, ne? Alles gut. Ja. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe einen schönen Tag bisher gehabt. Denn Wolle und ich nicht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich nicht. Also, nicht so richtig. Wollo geht's nicht so gut. Ihr müsst nachsichtig sein. Seid mal nachsichtig. So, mir geht es gut. Seid mal nachsichtig. Nee. Nein, mir geht's besser. Ich bin wieder ein bisschen nicht so okay. Ich habe auch meinen Schal gestern verloren irgendwo. Ich wollte ihn gestern nochmal tragen, weil ich immer so ist. Ich trage immer 2-3 Tage länger, obwohl ich keine Halsschmerzen habe. Einfach so zum Vorschutz. Bruder, ich sag dir jetzt was, ne? Ich will jetzt mal was zu diesem Schal sagen. Es geht mir nicht um den einen nichts. Schal. Es bringt um nichts. Es bringt doch auch nichts. Nein. Den Hals warm halten bringt bei mir immer sehr viel. Weil bei mir ist das nicht der Halsproblem, bei mir sind gerade hier so, ich habe immer mit den Mandeln Probleme. Immer, die beiden sind immer entzündet hier. Und wenn ich die dann schön warm halte, dann geht es, ist es immer besser. Also es geht nicht darum, dass es der eine Schal sein muss, der heilige Schal. Nein, es geht mir auch nicht um, das ist auch ein anderer Schal, würde ich sagen, bringt nichts. Na, es geht mir auch nicht darum, dass der Schal nichts bringt. Aber, wenn das immer wieder deine Mandeln sind, Bruder, ne? Ja, du weißt jetzt, auch, weißt, worauf ich hinaus will, ne? Kannst, ja. Du, kannst du denken, ne? Ich will, ich will das ja auch schon lange machen lassen eigentlich, aber es findet da mal Zeit für. Es sind immer wieder die Mandeln, gerade immer die linke. Immer die hier, die entzündet sich am meisten. Ja, ich kenne das Problem. Als ich damals noch eine Krankenkassenkarte habe, war meine Ausrede auch immer, ja, kann ich ja nicht. Dann muss ich 3 Wochen ins Krankenhaus oder so, das wird nicht gehen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ja, was soll ich das machen mit 3 Wochen ins Krankenhaus? Das geht ja auch nicht, ne? Geht nicht. Nee. Geht nicht. Also im Januar vielleicht, denn so, weißt du? Dann sind auch die ganzen, die Zapfzahlen nicht mehr so, dann ist es egal, dann sind alles Moneten schon da, die Weihnachtsmoneten. Aber ich muss ja auch, ich muss im Dezember durcharbeiten, habe ich Weihnachtsmarkt. Dann habe ich, jetzt habe ich Polaris und nächsten Monat. Und dann habe ich ja... Wann ist denn eigentlich die Polaris? Am 11., 12. und 13. Oktober, da verkaufen wir Kräfte gewonnen und machen uns Slush-Eis. Krass. Und du bist auch dabei. Da bin ich ja auch. Mhm. Nee. Das wird ja cool. Und bei Heidepark bist du auch am 26.10. Mhm, natürlich. Das heißt, wenn ihr kommen wollt, Leute, der 26.10. Wolle und ich sind im Heidepark. Wir streamen das auch. Ja, wenn ihr da seid, wir können es nicht ändern, ne? Wenn ihr Kritik vorbeibringen wollt, dann ist das die Gelegenheit. Ja. Alter, live Kritik bekommen, Ricky. Aber wir sind 10 Leute, wir hauen euch aufs Maul. Aber die sind vielleicht nicht alle für uns, sondern auch auf der Seite der Kritiker. Nee. Kann das manchmal nicht einschätzen. Das sind meine Mods, die müssen. Die hassen dich wahrscheinlich, erst recht. Ja. Haben wir das nicht gelernt, dass deine Mods dich hassen, Ricky? Ja, das stimmt. Ist aber auch, glaube ich, normal. Das ist normal, die Mods müssen dann hassen, damit sie auch, sie müssen ja auch neutral an Sachen rangehen. Neutral an Sachen? Mhm. Die sind ja der Streitklärer zwischen Zuschauer und Streamer halt, ne? Genau. Immer auf der Seite des Zuschauers, leider. Sie sind quasi Vertrauenslehrer. Ja, Ricky macht ja richtig was für seine Mods, ne? Aber ich muss auch sagen... Du hast ja keine Mods. Ich wollte gerade sagen, meine Mods... Es tut mir leid, weil ich sag's, wie es ist. Habt ihr euch auch nicht verdient. Meine Mods haben nämlich die Einstellung, ach, komme ich heute nicht, komme ich morgen nicht, komme ich übermorgen erst recht nicht. Und danach schauen wir mal. Und wenn ich dann mal da bin, ja, Bruder, also erstmal Käffchen kippe, ne? Dann schaue ich mal, ob ich hier was machen kann. Deswegen, also... So kriegt man nichts, Leute. Mir ist es immer so, die Mods haben zum Beispiel gerade jetzt der Anfang des Sommers, wo ich nur noch meine alteingesessenen 2-3 Mods hatte, die haben ja gearbeitet bei den 2000 Zuschauern, ne? Alter Schwede, da haben sie ja richtig geackert. Ja. Da hatten sie richtig was zu tun. Und dann habe ich halt gesagt, okay, pass auf, die kriegen ja sowieso jedes Weihnachten, dürfen sich ja immer einen Streamer aussuchen, wo ich denen einen Sub schenke. Okay, und dann nehmen sie nicht Ricky Mania? Das ist ja ein Arschloch-Move dann. Ja, wie auch gedacht. Also ich würde dann ja erwarten, jeder nimmt Ricky Mania einfach, ne? Das wäre optimal. Naja, es gibt natürlich auch, das sage ich auch, die sind ja meistens schon bei mir so Sub, ne? Und dann schenke ich denen dann immer einen Sub bei den, und dann kriegen sie das eine Mal. Vor allem ist das ja auch so, das ist ja nicht nur für die gut, sondern für mich auch. Dann schenke ich ihnen einmal Heidepark. Also dann, ne, bis dann lade ich euch in Heidepark ein und so. Okay. Hat mir jetzt auch 450 Euro gekostet, eure ganzen Tickets. Aber die mussten ja auch ganz schön ran. Ja, so. Ja, die haben auch für den ganzen Mal gearbeitet. Und du ja auch, deswegen habe ich dich ja auch mit eingeladen. Ja, ich kann mich eh rausreden, Leute. Ich bin ADAC-Mitglied. Ricky hat 25% auf 4 Karten bekommen. Das bedeutet, eine Karte ist kostenlos. Und da das mit meinem Code unter anderem passiert ist, ist das eh eine kostenlose Karte. So rechtfertige ich das in meiner Welt. Alles easy für mich. Alles easy. Aber ich hätte es auch so gemacht. Ja. Das weißt du auch. Das weiß ich. Aber so ist für mich halt.
Und das ist einfacher. Für mich das Danke sagen dafür, dass du den ganzen Sommer so hart mit mir durchgezogen hast, Bruder. Und auch wirklich ein großes Lob an dich auch, dass du diesen Sommer so durchgezogen hast. Du hast dich echt zum Positiven verändert. Respekt. Hat das nicht. Doch, hast du. Ich habe mich ja nicht verändert. Es ist immer noch gleich. Doch, du ziehst mir geht's nur nicht so. Ja, aber das ist auch nur, wenn es mir besser geht. Wenn es mir genauso scheiße gehen würde wie sonst. Besser gehen ist positiv verändert, du Arsch. So. Nein, das hat ja damit nichts zu tun. Meine Lebenseinstellung hat sich ja nicht großartig geändert. Das wird noch. Also daran arbeiten wir das nächstes. Deine Lebenseinstellung. Wenn du erstmal hier bist eine Woche, Wolle, dann werde ich dich so positiv zukacken, ne? Wird geil. Du wirst danach richtig positiv weggehen, um dann wieder traurig zu werden zu Hause. Kann so klappen. Du hast eingesaugt. Ja, naja. Ganz offensichtlich. Ist das ein Shot an Luigi's Mansion? Ich weiß halt nicht, was Luigi's ich da Mansion, mache. Ne? Ja. Ich habe das Video gesehen. Mein Gott, sind die anderen Teile scheiße. Außer der erste. Mach ihn doch tot. Wie denn? Mach dich mal nicht zur Kugel. Jetzt Kugel raus. Dann kann er dich nicht einsaugen. Ach, meinst du, das geht? Ah, jetzt sagen sie es mir auch, dass es nicht geht. Ja, gut, ich dachte, ja, okay. Ich würde halt sagen, als Astrobot bin ich ja größer. Also sollte ich dann erst recht nicht durchpassen. Ja, also von der Logik her. Naja. Passt das ja nicht, ne? Aber okay. Ja, so. Luigi's Mansion einfach Schwanz, keine Ahnung. Der erste Teil ist cool, also wirklich cool. Ja. Aber der Rest. Danach ist ja für dich nur noch nervige Scheiße. Ach, Digga, keiner Bock. Gar also Bock. 3 ist schon besser wie 2, habe ich gesehen, so was ich da gesehen hatte jetzt. Aber 2 habe ich ja auch mal gespielt der Zeit lang, falls ihr euch daran erinnert. Das war ja auch spannend. Du hast 2 mal gespielt? Ja, das war das zusammen, was ich mit Evoland abgebrochen hatte, mit Evoland 2. Luigi's Mansion 2, wo ich das Video gemacht habe, es gab niemals Evoland 2 und es gab niemals Luigi's Mansion 2. Boah, Evoland 2 habe ich auch im Stream gebordert, scheiße, ey. Boah. Ja, oh mein krass, Gott, oder? Oh mein Gott. Ja, das sind halt so Spiele, die gar keine Spiele sind. Das ist einfach nur. Der erste Teil war ganz witzig, so, ne? Das war ja auch, glaube ich, nur 20 Minuten oder sowas gefühlt. Ja, da war das auch noch neu, aber das hat sich abgenutzt, finde ich. Ja. Im zweiten, da. Man weiß ja schon, was ungefähr kommt. Und irgendwie. Nee. Ja, Leute, wir wollen eure Spiele nicht haten, ihr wisst das, ne? Ihr könnt eure Spiele auch trotzdem gut finden. Aber wir haten sie trotzdem. Aber wir haten ganz gemütlich. Ja. Probier's mal mit gemütlich. Hast du Disney's? Was ist dein Lieblings-Disney-Film? Wahrscheinlich Aladdin? Wäre so mein Guess. Hast du eine Idee? Ja, du musst nicht mit dem Ding darauf schießen, mit dem Vulkan. Oh. Scheiße. Ey, das sieht so. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Es ist wirklich. Ja, also entweder das oder ich bin ja mittlerweile Fan von Descendants. Oder Descendants. Die ersten drei Teile. Was ist das? Das ist. Es ist ein Real-Life-Film, ne? Gibt's auch nur auf Disney Plus, glaube ich. Mhm. Und da geht's darum, dass damals das Beast. Weißt du gerade nicht, was du machen sollst? Nee. Überleg doch mal ganz schlau, Wollo. Das Ding dreht sich und da ist eine riesige Tür mit einem riesigen Knopf oben. Ach, das dreht sich. Was könnte man machen? Ich habe nicht gesehen, dass Alter, das dreht. Alter, Wollo, bitte dich. Junge, ich bin in Gedanken. Da trafen Leute manchmal nicht, ne? Dass ich so, wenn ich hier so ein Spiel spiele und dabei rede, blind, bin ich abgelenkt. Das geht halt nicht. Kann ich nicht, eigentlich. So, aber. Ne, The Beast ist König der Disney-Welt und alle Guten leben auf so einer Insel und alle Bösen leben auf so einer Insel. Die sind da verbannt. Alle Bösen. Verbannung. Und es geht darum, die haben alle Kinder. Und die sind auf einer Schule. Und der Sohn vom Beast entscheidet dann, dass die Kinder von der bösen Insel aber auch eine Chance verdient haben, an dieser Schule zu sein. Und dann kommen halt die ersten 4 bösen Kinder darüber. Ne, und dann wollen die da eigentlich nur Stunk machen, ne? Aber natürlich verliebt sich dann die eine in den Prinzen und überhaupt, und er verliebt sich natürlich in sie und hast du nicht gesehen, und wird viel gesungen. Oh Gott. Und so war echt, ich finde es voll geil. Da gibt es auch einen neuen Teil, tatsächlich, den habe ich mir noch gar nicht angesehen, aber das mit einem neuen Cast.
Deswegen, ich weiß noch nicht, ob mir der neue Cast dann so zusagt. Verstehe ich. Und was ist dein liebster Disney-Film? Encanto. Ich wusste, dass es kommt. Weil den hast du schon 8000 Mal erwähnt. Das wusste ich. Ich hätte es auch sagen können. Ja, hast du nicht gesagt, Arschloch. Ja, weil du dann hättest du natürlich safe gesagt, König der Löwen. Nee, König der Löwen habe ich ja bisher noch einmal gesehen in meinem Leben. Und das ist auch erst vor 2 Jahren das erste Mal. Sieht das geil aus, ne? Fände ich auch nicht so dolle, muss ich sagen, ne? Ich finde König der Löwen ist auch komplett Bullshit eigentlich. Da passiert gar nichts. Nee. Passiert nichts. Leute, YouTube-Filterung. Pixelig, yeah. Bitrate. Nee, das müsste gehen. Ich lade das hier in Banger-Qualität. Also ich nehme das in Banger-Qualität auf. Sollte eigentlich keine Probleme machen. Selbst Nintendo ist neidisch. Der hat auch mal, hat mich mal gefragt, wie machst du das, Wollo? Wie machst du das in dieser Qualität? Verstehe ich. Hab ihm natürlich nicht verraten. Nee, will ich auch gut so weit. Wir wollen es ja auch abheben, ne? Ja. Hast du eigentlich die Show gesehen von Stefan Raab? War das immer noch nicht. Ich hatte noch keine Zeit. Ja. Okay. Ja, Bruder, du weißt nicht, wie das ist, ne? Wenn man den ganzen Tag knechtet. Du weißt es nicht. Hast du keine Ahnung von, ne? Du bist ja auch nur. Du kannst alles gucken, weiß ich. Aber ich. Nein, ich habe gestern 2 Folgen von was anderem geguckt. Ich habe eine andere Serie gerade am Gucken. Wenn ich die durch habe, dann habe ich theoretisch auch noch andere Sachen, die ich eigentlich gucken müsste. Aber dann gucke ich Stefan Raab. Hast du es gesehen? Nee. Schade. Jetzt hättest du ja was dazu sagen können, ob es gut war. Also ich habe so ein paar TikTok auch noch nicht gesehen. Oh. Ey, mit TikTok macht man sich doch alles kaputt. Dann kennt man schon die besten Sachen, kann das aber gar nicht im großen Kontext sehen und so. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß, das gefällt mir nicht. Nee, gefällt mir auch nicht mehr. Also ich bin tatsächlich überlegen, TikTok zu löschen. Also aber ich war da ewig nicht mehr drauf. Ich habe tatsächlich eine neue Angestellte. Kappa. Warst du bei Edeka und dir hat jemand was verkauft? Das ist auch deine Mitarbeiterin jetzt? Nein, ein Tesi. Ach ja, so, ja, stimmt. Tesi, die liebe Bubble Tesi macht für mich jetzt TikToks und Shorts. Das heißt, wenn die unwitzig sind, beschwert euch bitte bei Tesi. Dankeschön. Naja, man kann immer nur mit dem Material arbeiten, das man hat, ne? Deswegen weiß ich nicht, wie viel Schuld Tesi dann am Ende treffen wird. Also die macht dann wahrscheinlich Shorts von deinen, von was denn? Von alles, also ich habe gesagt, aus den Videos, also sie guckt ja eh die Buben-Videos teilweise. Mhm. Also und dann soll sie halt Shorts aus den Videos machen. Aus den Videos, aus den Streams, aus allem. Aus allem, was existiert. Aus Clips, okay. aus Videos, aus allem. Ja, gute das Sache. Dann sagt sie, ich gucke doch gar kein TDT, dann wird's wohl Zeit. Ja, das ist ein harter Job. Muss ich sagen, das stelle ich mir aber einen harten Job vor. Würde ich nicht machen. Aber es gibt viele gute TDT-Runden von mir, das ist schon mal ganz gut. Gut. Ja, dann bin ich mal gespannt, ich werde mir die Shorts ansehen. Ja. Gucken, ob ich danach TDT ist ja gar nicht so schlecht. Und dann, nee, glaub nicht. Ist nicht dein Humor. Weiß man nicht. Ja, nee, ist es auch nicht. Nee. Ist es nicht, weiß ich. Stimmt. Guck mal, ich bin ein nackter Buff Karl und laufe durch die Gegend. Wo ist da der Witz? Weil ich der nackte Buff Karl bin. Und Buff Karl ist witzig. Was ist Buff Karl? Das ist von Jimmy Neutron, der Karl, aber bufft. Da muss man... Ja. Film muss man Comedy studiert haben, oder? Muss man in der Zeit geboren sein, nehme ich an, ne? Um das zu verstehen. Dann witzig zu finden. Ja, damit schränkt ihr euch aber auch ein bisschen ein, ne? Mit diesem ganzen Jimmy Neutron-Humor. Ihr habt halt das Glück, dass momentan alle Leute, die so hauptsächlich im Netz sind, genau diese Generation sind. Also die Mehrheit. Aber das wird sich bald ändern. Und dann werden die Kinder da sein, die auch nicht Jimmy Neutron und so kennen. Und dann habt ihr ein Problem, Leute. Und dann seid ihr alle gefickt. So, nee, das sage ich euch, ne? Wieso, wir kennen auch die heutigen, wieso kennen auch Haspin Hotel, wir kennen aber auch SpongeBob, Was kennst immer. Du denn aus Haspin Hotel? Vieles. Was hast du auf TikTok gesehen? Nix. Das hat meine Nichte erzählt mir ganz viel davon, das ist ihre Lieblingsserie. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich mich immer so viel mit Kinderserien auseinandersetzen muss. Warum ist das? Ich bin 38 Jahre und ständig... Warum hast du jetzt eigentlich die Kette zerstört? Das weiß ich nicht, weil die da war.
Nein, du musst wieder zurück, du musst die Kette doch zerstören. Du hast die nicht komplett zerstört gerade. Da, wo du gerade warst, da war noch eine Kette, die hast du aber nicht komplett kaputt gemacht. So. Du musst ja diesen Seestern in der Mitte. Ich weiß noch nicht, ob das dir aufgefallen ist, wo das ist ein riesiger Seestern in der Mitte. Den habe ich gesehen, war mir aber ja dann doch egal irgendwann. Dann war ich abgelenkt von dir und dann habe ich was anderes gemacht. Ey, Wollo, das kann auch so nicht mehr funktionieren. Das ist nicht mehr gesund. Im Schiff. Ja, hier sind auch viele Gegner und so. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich dich jeden werde. Guck dir das doch mal an, die Scheiße hier. Das meine ich nicht mal böse jetzt, aber du musst dich auch mal ein bisschen auf das... Ich bin hier rausgeflogen und kam da nicht mehr rein. So war das. Du kamst nicht mehr rein, da sind riesige Löcher drin. Junge, hier war ein Strom. Du spielst es doch gar nicht. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist denn dieser Seestern jetzt? In der Mitte. Und da sind aber noch zwei weitere. Okay, aber dann muss ich ja den Seestern sehen, damit ich sehe, wo die Kette hinläuft. Genau. Na, guck mal, ich hab doch den Durchblick. Guck mal, da ist der Seestern, der hat die arme Sau. Da ist ein Stück Kette. Okay. Leute, also gib mir nochmal bitte recht dabei. Also, weiß ich nicht. Also, es ist doch nicht mehr normal, dass er sich so schlecht konzentrieren kann auf sowas. Er muss doch zum Arzt, Alter. Da muss doch wieder ein Gehirn eingepflanzt werden. Das Ding ist halt, pass auf, das ist nicht das... Also, ich denke, der Grund dafür ist... dass ich seit 10 Jahren nur Videospiele spiele, die im Autopilot einfach laufen. Ich kann das gar nicht anders mehr. Ich bin daran so gewohnt, dass ein Videospiel einfach, ne, das läuft, ich muss mich darauf nicht konzentrieren, ich kenn's ja auswendig. Sobald das nicht ist, bin ich überfordert ein bisschen. Weil ich kenn's anders nicht mehr. Ist nicht gesund. Naja, also wenn ich jetzt alleine spielen würde, hätte ich das Problem nicht. Ja, aber wenn ich nebenbei nebenbei noch unterhalte und ein Spiel blind spiele, wir können ja mal sehen, wie du ein Spiel blind spielst und dich dabei unterhältst. Besser als du. Ja, haben wir ja gesehen, Ocarina of Time. Hashtag Ocarina of Time. Guckt euch mal das Let's Play an, Ricky spielt blind. Das war ja nicht blind. Das war ja scheiße. Ich hasse das Spiel ja auch. So. Und haben mir auch die Hälfte des Spiels gefehlt. What the fuck? Okay, das war, habe ich aber auch nicht gesehen. Der war auch nicht gut zu sehen in der Kamera. Die Frage ist aber jetzt, achso, da drin. Guck mal da von unten ran. Nee. Dann war ich ja doch richtig. Krass. Ja, ich war mir schon gewundert, wenn du rausgehst. War Zufall. Weil es nur Zufall war, dass ich richtig war. War nicht geplant. So. Ah, guck mal, easy. Guck jetzt wieder hoch. Nein, du hast mich kaputt gemacht. Hab dich auch nur verarscht. Du solltest glauben, dass ich's... Alter, ich war so sauer gerade. Ich bin gerade fast eskaliert. Ne? Ich war gerade fast, also... Ich war kurz vor Explosion gerade, Wollo. Zu Recht. Oh, guck mal, macht sogar direkt auf. Ehrenmann. Ja, das ist mein Problem halt, ne? Ja, ich verstehe das. Nicht. Einfach Stern, du. Slami. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Shiggy. Deins? Reptane. Reptane? Mhm. Ich dachte cool Gag-Arbor. Ja, ist die Wanderwechsel von Reptane. Also. Also der finale Gag-Arbor. Nein, das finale Gag-Arbor ist Gewaldro. Und die zweite Stufe ist dein Liebling. Reptane, ja. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand die zweite Stufe am besten findet. Glaube ich. Obwohl auch Jungglut und Logok und sowas alles sehr cool sind. Von Flemmi. Ich würde sagen, generell die dritten Starter waren schon die besten mit. Ja, direkt hinter den ersten halt, ne? Ja, damit kann ich sogar. Ja, aber die ersten Starter sind ja nun mal auch stark. Jetzt mal im Ernst. Also da kann ich voll mit leben. Da lasse ich mich voll mit diskutieren auch. Die erste Generation Starter und dann die dritte Generation Starter. So, Leute, was sind eure liebsten Starter? Lasst es uns wissen. Wir sehen uns. Ihr könnt auch heute auf die Heidenbaum Pokémon fragen können. Egal. Bis dann und ciao. Ja, tschüss. Tschüss.